In den vergangenen Monaten haben Gerna und Yvonne ihren Pflegesohn Lukas ziemlich ins Herz geschlossen. Dass er wegzieht, kommt sie für daher nicht in Frage. Achtung! Es folgen Spoiler. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, mutiert Gerna, Wolfgang Barrow, etwa wieder zum GZSZ-Bösewicht? Völlig unerwartet war Lukas, Oliver Scherkus, im vergangenen Jahr ins Leben des Anwalts und seiner Frau Yvonne, Gisa Zach, getreten. Schneller als gedacht schloss das Paar den Teenager ins Herz. Dass seine Mutter Eva, Kathi Thiemer, mit dem Jungen schon bald in den Schwarzwald ziehen möchte, trifft Gerna und Yvonne daher sehr. Doch nicht nur der bevorstehende Trennungsschmerz macht ihnen zu schaffen, Gerna und Yvonne fällt es schwer, mit anzusehen, wie Lukas gegen seine Wünsche und Träume handelt, nur um seiner Mutter beizustehen. Das wollen sie nicht mehr länger zulassen. Gerna macht Eva eine Ansage, nicht ohne Folgen. Auch wenn Lukas es nicht vor seiner Mutter und seinen Pflegeeltern zugeben möchte, hadert er mit dem bevorstehenden Umzug in den Schwarzwald. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt. In Sorge um das Wohlergehen des Teenagers fassen sich Gerna und Yvonne ein Herz, sie suchen das Gespräch mit Eva. Können sie Lukas, Mutter, den Umzug ausreden? Jegliche Versuche, mittels gut überlegter Argumente, Eva davon zu überzeugen, in Berlin zu bleiben, laufen ins Leere. Eva hat längst ihren Entschluss gefasst und von diesem lässt sie sich nicht mehr abbringen. Eine erneute Begegnung mit Gerna scheint jedoch doch etwas an ihrer Meinung zu ändern. Völlig aufgewühlt sucht Eva ihren Sohn Lukas nach dem zweiten Gespräch auf. Unter Tränen will sie von dem Teenager wissen, ob er wirklich mit dem Umzug einverstanden ist. Darüber hinaus verspricht sie ihm, zukünftig eine bessere Mutter zu sein. Direkt gehen bei Lukas die Alarmglocken an. Wütend stellt er Gerna zur Rede. Was fällt ihm ein, Eva als schlechte Mutter zu bezeichnen? Es kommt beinahe zum Streit. Doch am nächsten Morgen sprechen sich Lukas und Gerna aus. Trotz Gernas Sorgen möchte der Teenager weiterhin mit Eva Berlin den Rücken kehren. Der Anwalt und Yvonne wollen das verhindern, dabei schrecken sie auch nicht vor unlauteren Mitteln zurück. Gerna setzt einen Detektiv auf Evas Therapeuten an. Aber was hat er nur vor? Das werden wir wohl bald erfahren.